So, und das sind wir wieder bei der nächsten Folge von Mind Faction 2 zusammen mit der Antonia. Guten Tag. Oder Hallo. Abend. Oder morgen. Ja, kommt drauf an, wann ihr die Folge guckt. Wir joinen auf dem Server. Bin auch da. Hallo. Nee, Reghost ist eine Lüge. Genau. Das bildet ihr euch jetzt so mental und... Genau, wir stellen jetzt einfach mal alle vor, dass Reghost auch hier ist. Hört ihr schon, wie ihr sagt Hallo? Hört ihr es? Hallo. Habt ihr es auch gehört? Als ob du hier zugebaut hast. Ich bin vorsichtig. Hat Angst. Ja, ja, vielleicht kommt Antonia rüber und erschlägt uns mit Kaninchen. Genau, ich komme jetzt gleich mit meinem Holzschwert und schlag euch alle kaputt. Ich sehe schon, was auf mich zuläuft. Okay. Ich habe die Zombie-Invasion incoming. Hallo, na? Ja, genau, setzen einen Spinn. Okay. Zombies sind doch super. Ja, außer sie schießen eine Gaskugel auf uns aus. Ach, zum Glück machen wir keinen Schaden. Wir machen keinen Schaden. Aua. Darn. Wollt ihr euch mal ärgern? Was denn? Erst jetzt Weihnachtsschokolade mit Creme-Mousse. Was? Mit einem Hauch von Zimt und Koriander. Boah, das ist voll mies. Hey, ist mir egal. Ist mir egal. Ich hab hier einen netten Zombie, der ist genauso toll. Ich habe noch Bananen neben mir liegen, aber irgendwie... Er ist tot. Klingt Schokolade cooler. Aua! Könnt ihr jetzt auch ein bisschen Hafermilch warm machen, da ein bisschen Hafer reintun und dann die Schokolade dazu tun. Boah. Oh Mann. Weil wie das Hafermilch viel geiler ist als normale Milch? Ich bin mir nicht sicher. Ist sie wirklich cooler? Die ist mega geil. Ich weiß nicht, ich habe bisher nur Mandelmilch getrunken. Die ist auch gut, aber die ist so teuer. Ja, das stimmt. Antonia, ganz kurze Frage. Kannst du schlafen vielleicht? Ja, kann ich. Das typische Bettenproblem. Ja. Ja, weil ich habe meins nicht dabei. Oh, ich habe eine Unbreaking 2 Hose und meine Hose ging fast kaputt mit dem Kampf gerade. Okay. Ja. Es war ein Ultramob, wo die Rüstung zerstört. Passt voll gut auf, ne? Ja, ja, ich habe kein Herz verloren gerade. Okay, dann also ist gut. Das sollte kein Problem darstellen. Schön am Leben bleiben, dann ist alles okay. Ja, ja, das ist möglich. Ja, außer Blockler joint und möchte mich töten. Das wäre bei mir wahrscheinlicher. Ja, wobei, letzte Folge habe ich ihn gekillt. War tatsächlich letzte Folge. Wenn ihr das seht, guckt gestern rein. Nee, du hast Flo getötet. Ja. Ich hab Nestflo gesagt. Ach so, gut, dann habe ich mich vertan. GG. Ja, diese zwei Menschen, das ist schon genau. Ja. Schnell zu verwechseln. Wir haben keinen Platz mehr in der Steinkiste. GG. Muss eine neue bauen. Denk dran an sortieren. Yippie, sortieren. Yay. Wo ist unsere Erdkiste hin? Ah, wir haben gar keine Erde mehr. Oh Mann, das ist ja echt krass. Ja, wir mussten viele Löcher stopfen. Okay. Wir hatten in Folge 5 oder so einen Kitty-Kometen-Sturm bei uns. Oh, okay. Ja, davon haben wir ganze 0 Kitties abgekriegt. Und die hat alles kaputt gemacht? Vieles. Unser Umland sieht immer noch aus, als wäre da, hätte da Nordkorea Atomtests durchgeführt. Okay. Also ungefähr so wie bei uns wahrscheinlich. Nee, inzwischen seid ihr schlimmer dran. Oh Mann. Ja, das ist tatsächlich wahr. Unser Biom hat sich wenigstens wieder regeneriert, dadurch, dass wir es aufgefüllt haben. So, und ich habe keine Ahnung, wo wir die Bücher hin haben für Tinkers. Die Bücher? Achso, die, ja, keine Ahnung. Ah, da sind sie. Aber ich hoffe, dass das die richtigen sind. Ah, ich habe ein Achievement. Nein, das ist das falsche Buch. Haben wir noch das normale Buch? Ich habe das Bedürfnis, euch zu beschreiben, wie lecker die Schokolade ist. Tu's nicht. Okay, ich sag nur lecker. Eins. Lecker. Ach, nö, Minecraft. Ich hab... So, ganz kurz willkommen zurück. Da war jetzt ein kurzer Schnitt, weil mein Minecraft ausgegangen ist. Welcome back. Genau, hallo. So, haben wir echt keinen Gunpowder mehr? In der Ressourcentruhe, meine ich. Ah.
Ich sehe da zumindest keins. Och Mann. In der Truhe da drüber? Nee, überhaupt nicht. Dann in der Mobkiste. Da ist auch nix. Ich verzweifle. Wir haben keine Materialien mehr. Hier haben wir 20 Gunpowder. Ja. Ich hätte auch mal gucken können, ob wir was haben. Dann hätte ich es mal kurz so rüber geschenkt. Ja, das wäre auch noch möglich gewesen. Das wäre so meine letzte Alternative gewesen. Jetzt handelst ansonsten du auch noch mit dem Feind. Ach so, nein. Das, also ich hätte es vielleicht zufällig fallen gelassen. Auf dem Schiff oder so. Oh, so, ich habe nur einen. Ein Gunpowder ist mir runtergefallen. Huch, wie ist denn das passiert? Ja. Also, das kann ich mir ja gar nicht vorstellen. Also ich würde erst nur dazu sagen, Taiko, bück dich mal dafür. Und mach die Münze an, dass es direkt reingezogen wird. Oh. Manchmal frage ich mich, ob meine Kommentare nicht ein bisschen zu unpassend sind. Und dann denke ich mir wieder, nee. Einfach nee. Einfach na. So, haben wir noch einen Hammer, der irgendwie ein Dings frei hat? Ein Modifier? Scheiße. Oder Eisenhammer hat gar nicht Lack 3 drauf, sehe ich gerade. Den wir mal von Flug gekriegt haben. Freiwillig. Natürlich. Natürlich. So, jetzt. Ach, jetzt sieht es hier doch ganz nett aus. Jetzt ist nur die Frage, mache ich den mit Redstone voll? Haben wir noch Glowstone? Lapis? Bald hast du alles durch. Ja. Das ist leider wahr. Wo ist unser Steinhammer? Wir hatten einen Steinhammer? Ja, wir hatten einen Steinhammer, der eigentlich richtig gut aufgebaut war. Okay, gut zu wissen. Ach stimmt, das war meiner, ne? Wofür? Wofür brauchen wir Lack auf der. Auf dem Hammer, ich will doch eh nur das Autos mal drauf haben. Hier wird gerade auch umgebaut. Finde ich ja ganz gut. So, ich hab kein Modifier auf dem Hammer. Ich glaube, das war Blocky. Blocky, hast du gut gemacht. Ich bin Kleister. Darfst du gerne weitermachen? Haben wir noch genug Gold? Och, die Schande. Wir haben fast gar kein Gold mehr. Oh, okay. Oh ja, wir müssen dringend farmen, Reghost. Dringendst. Ja, dann das machst mehr. Du dann im Stream. Ich baue und du farmst. Alles klar. Als hätte ich nichts anderes oder besseres zu tun. Ey. Bauen möchtest du eh nicht, von daher. Das stimmt. Bauen ist doch richtig cool. Hey, ich kann nicht bauen. Ist doch voll super. Ja, aber wenn man nicht bauen kann, dann kann man nicht bauen und dann ist es doof. Ach, das ist eine Ausrede, dass man nicht bauen kann. Du setzt einfach einen Block über den anderen oder daneben. Oder ja, das kriege ich auch noch halt. So, ein Modifier mehr und wir haben Autosmalt auf dem Hammer. Sehr schön. Jetzt ist nur die Frage, wo habe ich meine Equip weggelegt, dass ich da, wo ist meine Spitzhacke? Mist. Vielleicht hat sie das Monster gefressen. Das Monster! Also das deine Kaninchen. Genau. Meine Killerkaninchen waren kurz da. Haben die Spitzhacke gefressen. Und wo ist aber dieses Killerkaninchen, dieses weiße Killerkaninchen? Wie, wo? Ich weiß nicht, Ritter der Kokosnuss oder so? Das meinst du? Weißes, ja, genau. Dieses Monsterkaninchen. Genau, Ritter der Kokosnuss, also an die Kehle springt und so. Genau. Alles klar. Kenne ich natürlich nicht. Was? Ach, du hast Schäm hier dich. Ein bisschen weiter gemacht. Ja, woher denn? Wo ist meine Spitzhacke? Jetzt mal ernsthaft. Oh, der Rucksack ist noch voll. Das ist semi-gut. Du bist viel zu faul. Du räumst nie alle deine Sachen auf, ey. Ja, ich nehme hier immer so eine schöne leere Kiste und ich weiß. Und ich muss immer sortieren. Ja. Das ist ja dafür echt sind gemein. Wir in ein Haus gezogen, hallo? Mit dir möchte ich meine WG haben. Ey, ich bin ordentlich. Ey, hör mal, zu Gamescom bist du bei mir, ne? Also. Sei vorsichtig. Ja, da weißt du schon, wo dann die ganzen Cobblestone und so rumliegen.
In deinem Zimmer. In deinem Zimmer. Nee, bei Blockler. Ach, ich glaube, ich weiß, wo meine Spitzhacke ist. Oh, stimmt, das wäre jetzt eigentlich mal wieder ein schöner Anlass. Ja. Ach ja, hier ist ja jetzt Zuckerrohr. Okay, ich habe jetzt alles, was ich brauche. Ich muss jetzt nur noch mein Inventar clearen und dann kann ich noch 3 Minuten runter und ein paar Cobblestone holen. Weg damit. Ich mache hier gar nicht seine Truhen dicht mit Cobblestone oder so. Das ist alles... Das kommt immer so vor, ne? Das gehört so. Also ich finde es sonst ein bisschen leer in den Truhen. Das kann man so mich nicht anbieten. So ist doch schön. Ach ja, doch. Da. Zum Glück haben wir einen Mülleimer. Weg mit dir, weg mit dir. Ist ja nicht so, als hätten wir auch einen Mülleimer, aber... Ist ja nicht so, dass Rigos ihn nachgebaut hat. Hä, was habe ich nachgebaut? Den was? Mülleimer. Nur halt unseren Mülleimer geklaut? Nur halt besser. Und wieso besser? Weil er von Stadt Rot ist. Ach so, aber so vom Prinzip her ist es schon derselbe, ne? Ja aber besser. Okay. Ah, so. Und der Unterschied ist darin, wir springen nicht aus Versehen im Stream in den Mülleimer rein. Das stimmt. Ich weiß gar nicht, war das aus Versehen? Hat er nicht versucht, irgendwas rauszuholen oder so? Ja, da ist, glaube ich, fast was reingefallen und er hatte Angst und ist hinterhergesprungen. Ah, ist so schön, mit dem Hammer jetzt Cleanstone zu farmen, ne? Oh, ich habe Silberfische gefunden. Level! Yeah. Gib mir Level! Gib mir Level auf meine Rüstung, genau. Ich will geben die. Ich möchte einwerfen, dass gerade eine Stammabonnentin von mir unter dem heutigen Mindfaction-Video kommentiert hat. Und das ist die Folge mit Flu zusammen. Mhm. Und ich feiert es gerade ziemlich hart, dass wir Flu geklatscht haben. Und sie freut sich darauf, wenn weitere sterben. Was? Ja, sie bettelt mich jetzt schon seit Wochen an, dass ich das Modpack geben soll. Aber es geht ja natürlich nicht. Ja. Und sie ist einfach so ein Minecraft-Suchti, die ist auch bei mir auf, also das ist eine 38-jährige Mutter und sie ist auch auf meinem Creativerse-Server aktiv. Mhm. Wow, und sie möchte unbedingt dieses Texture-Pack spielen, dieses Mod-Pack spielen. Texture-Pack. Ja, sobald, ich weiß nicht, wie es aussieht nach dem Projekt, ob da irgendwas öffentlich gemacht wird oder so. Ich hatte gerade kurz Angst. Oh, ich habe ein Miniaturherz gekriegt. Nice. Ich hab's nicht mal mitgekriegt. Aber ist gut, wir brauchen wieder ein paar. Ich wäre gerade fast an Silberfischen gestorben, das wäre ein bisschen peinlich gewesen. Ja, das wäre peinlich gewesen. Aber nur fast. Harry Ghost? Ja? Ich hab jetzt schon ganze 2, 4, 5,5 Stacks Cleanstone. Nice. Easy. So, kannst du mal sterben jetzt? Danke. Jetzt bloß eine Clickbaits. Warum? Er sollte sich schämen. Achso, wegen seinen Folgentiteln. Oh, bei uns ist ein Meteor eingeschlagen, habe ich gerade gehört. Nice. Das ist nur die Frage, ob es ein guter Meteor für uns war oder eher so ein, ja, Meteor war. So ein Meteor, okay. Ja, so ein einer, normaler, wo man nicht unbedingt braucht. Ja, so ein normalen. So ein Moonstone wäre ganz cool, aber den müsste ich jetzt suchen. Weiß, sehe ich auf der Karte irgendwas? Nee. Meine Karte hat sich im Übrigen wieder komplett resettet, ne? Sehe ich gerade. Richtig nervig. Okay. Oh, wow! Was? Was? Geh weg! Geh weg! Sterben! Mann, was ist denn hier los? Lauter Monster! Lauter Monster im Greifen! Oh nein! Ja, ist das auch von der Decke? Aus dem Lagerraum? Nein. Ich glaube nicht. Ich weiß es nicht. Oh, ich glaube, ich habe ein Feld kaputt gemacht, oder? Nein. Okay. Na, ich sehe hier keinen Moonstone in der Nähe. Müssten wir mal im Stream nachschauen, ob hier in der Nähe wirklich was runtergekommen ist oder ob es einfach nur der Sound war. Ah, du hast das Mycelium-Ding da vermehrt? Habe ich gesehen. Mycelium.
So, ich brauche jetzt mal den Weg hier noch ein bisschen. Natürlich sind die Blöcke wieder alle. Gut, dann würde ich aber sagen, meine Folge ist zu Ende. Wow. Geh noch eben ins Haus und dann... Bubbles nimmt auf. Was? Erstmal töten. Disconnecte ich. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein, Leute, und tschüss. Tschüss. Ich mache auch ganz kurz. Ganz kurz. Hast du noch? Ja, kein Stress. Hast du noch? Du hast ja noch ein, zwei Minuten. Genau. Ja, eben. Derzeit kann noch viel passieren. Zum Beispiel könnte ich joinen und dich klatschen. Oder, Bubbles kommt und möchte dich klatschen und fällt vom Schiff. Er stolpert und fällt vom Schiff und stirbt. Ja. Oh, das ist böse, aber es könnte passieren. Ich weiß nicht, kennst du die Weihnachtsfolge, wo Bubbles dabei war? Ich glaube schon, ja. Ja, doch. Da haben die einen Sicherheitszaun hingebaut. Mhm. Extra für Bubbles. Ist aber ja auch nötig, wie man gesehen hat, leider. Ja, und er war beleidigt, als er es gelesen hat. Also, dass da ein Sicherheitszaun extra für ihn steht. Ach, nein. Ach, ich habe hier übrigens immer noch mein eine einzige Oakwood Woodplank in der Kiste. In der Kiste. Die von meiner ersten Folge. Sie ist einzigartig. Irgendwann ist sie vercraftet und du wunderst dich. Wo ist sie? Wo ist mein Oakwood? Genau. So, aber ich denke, jetzt werde ich auch mal beenden hier. Zu meinen Katzen. Aber mal sage ich, die Schokolade ist geil. Oh Mann, das ist so mies. Ich will jetzt auch Schokolade. Okay. Ich nicht. Warum nicht? Schokolade ist toll. Ja, ab und zu, aber nicht immer. Ich könnte mal noch Chips holen. Ja, okay, das ist was anderes. Ich glaube. Oh, Mann. Ich habe nur Bananen. Aber Chips und Schokolade ist natürlich schon cool. Na gut, ich werde jetzt so ein bisschen von Neid dahin schmelzen. Und danke fürs Zugucken. Danke euch zweien fürs Mitmachen und so. Und geistige und stimmliche und überhaupt Unterstützung und so. Und immer wieder gern. Genau, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.